Legend of Zelda Link's Awakening. Der wird es nicht wagen. Der... Optimal. Wenn die jetzt rausgeht, dann ist das hundertprozentiger Betrug. Weil perfekter kann man es nicht treffen. Nintendo, what the fuck? Wuffgraben? Sagt der Kettenhund. Hä, kann man hier noch was finden? Ich hatte mich... Ach, echt? Yay, ich wusste es gar nicht, Mann. Danke dir, Bruder. Ehre für den Kettenhund. Der hat den Affen gegessen. Ich musste in meine Villa fliehen. Oh nein, er musste in seine Villa fliehen. Eine Runde Mitleid. Ich war gezwungen, das Schloss zu verlassen. Ich musste in meine Villa fliehen. Oh nein, er musste in seine Villa fliehen. Eine Runde Mitleid. Einmal laufen, einmal springen, aber das Ganze natürlich ein bisschen besser und nicht so lappenhaft wie ich. Dann kommt man da auch problemlos rüber. Okay, er geht gleich mal den nächsten Schritt, hebt sie hoch. Guckt natürlich nur auf die Wolken und die Sonne, nichts anderes. Jetzt sprechen wir erstmal mit dem Du hast ja endlich mal gemerkt, dass ich ein Uhu bin. Ich komme da nicht mehr rüber. Wow, der hat ja richtig, richtig was zu bieten, was die Länge angeht. Wie ich. Nein! Ich wollte überprüfen, jetzt habe ich sie gelöscht. Ich honk! Aber ich glaube, die können wir jetzt nicht mehr verpassen, wenn wir den Weg gewählt haben. Ja, so ist es. So ist... Was? Nein! Jo, was eine Ninja-Aktion! Aber hier ist wohl doch keine Muschel, sondern ein 20er-Rubin? Ja, keine Geheimnisse. Ja, das habe ich gemerkt. Was ist das? Halloween ist noch nicht. Die Dinger kann ich noch nicht mal verletzen. Wir holen uns stattdessen den Shy Guy. Der sieht mir auch recht einfach zu bekommen aus. Also jedenfalls spuck ich auf den Boden, wenn der rausfällt. Zappel nicht so... Was? Aber ich halte Wort. Grundschule mit Domtendo. Wie viele Instrumente sind da zu sehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demnach haben wir schon 6 Dungeons gelöst. Und das hier ist der 7. Und hiermit sind wir durch und erreichen eine spezielle große Fee. Seht, was sie zu bieten hat. Also nicht äußerlich, sondern ihre Fähigkeiten. Ihr wisst, was ich meine. Nächstes Mal gibt's dann den finalen Dungeon in Schildkrötenfelsen. Hab ich die ganze Zeit 7. Dungeon gesagt? Ich bin der allwissende Domtendo. Weltweit anerkannter Lava-Kritiker und Gourmet-Esser bei Golden M. Man kennt ihn. Mal sehen, wie dreckig es diesmal wird. Nein, nicht umfallen! Boah, wir hatten so Glück, dass das Ding auf die Kralle umgefallen ist und nicht... Das ist lächerlich. Das ist absolut lächerlich. Das kann nicht passieren. Das kann nicht passieren. Wirklich nicht. Das ist nicht möglich. Das ist absolut Betrug. Betrug! Betrug! Sorry, Mario ist nicht mein Format.
akzeptiere es. Nicht? Wirklich alles nur geträumt? Zumindest der Windfisch ist echt. Wir sind nicht ertrunken, gerade noch rechtzeitig aufgewacht. Und das war das normale Ending von The Legend of Zelda Link's Awakening.